Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge der PES 18 Trainerkarriere mit dem FC Bayern München. Gerade habe ich noch die zweite Folge der Verteidigerkarriere aufgenommen. Die kam vor zwei Tagen raus. Wer das Video noch nicht gesehen hat, rechts oben beim i verlinkt. Und da habe ich auch gesagt, dass ich dann direkt die Bayern-Karriere hier aufnehme. Und das mache ich jetzt auch. Eine Folge hier von unserer Trainerkarriere. Wir haben das Spiel gegen Hannover 96. Das ist auch der Club, in dem ich die Verteidigerkarriere mache. Machen muss. Ich hätte auch gerne einen anderen Club genommen, aber das darf man sicher da in der Werde zu Legende-Modus nicht aussuchen. Und dann haben wir noch das Spiel zu Hause gegen Hertha BSC. Und da unten sehe ich schon für die nächste Folge das Champions League-Spiel gegen Tottenham Hotspurs. Aber wir haben es ja tatsächlich, war das in der vorletzten Folge? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist schon alles so lange her, weil ich ja krank war, bla bla bla. Übrigens, wer das noch nicht gesehen hat, unbedingt. Ich habe ein Video rausgehauen, da habe ich über YouTube geredet, über die Abo-Box. Bla bla bla, das ist ganz, ganz wichtig. Schaut euch das auf jeden Fall an, auch rechts oben beim i verlinkt. Aber auf jeden Fall haben wir irgendwie die letzte oder vorletzte Folge der Trainerkarriere durch das 3:3 ganz, ganz knapp Last-Minute-Tor. Eben durch diesen Ausgleich haben wir die Champions League Gruppenphase bestanden. Das heißt, das ist eigentlich relativ egal, was wir da jetzt noch weiterhin produzieren. Aber es wäre natürlich trotzdem wichtig, wenn wir gegen Tottenham Hotspurs nochmal gewinnen würden. Aber wir kümmern uns jetzt, wie gesagt, um die Spiele in der heutigen Folge gegen Hannover und gegen Hertha. Wir gucken jetzt einfach mal ganz kurz rein. Wir können ein bisschen was tauschen. Die sind ja nicht alle hundertprozentig fit. Hier zum Beispiel Thiago ist nicht ganz fit. Hier Ribéry, was heißt der blaue Balken? Heißt es komplett fit oder nicht? Weil der blaue Balken ist ja voll eigentlich. Keine Ahnung. Robben tun wir einfach mal raus für James Rodriguez. Und dann passt die Sache. Die tauschen wir einfach mal. Müller mal rechts hier so. Und James Rodriguez dann hier als offensiver Mittelfeldspieler. Ansonsten lasse ich das jetzt einfach mal so und würde dann sagen, wir starten rein. Let's go. In dem Stadion, wo wir eigentlich mit Hannover immer spielen, wo ich gerade auch eine Folge aufgenommen habe, wie gesagt, da spielen wir jetzt in der Trainerkarriere gegen Hannover mit Bayern, mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad. Und das heißt, es wird alles ein bisschen knapper, ein bisschen realistischer. Ich habe jetzt ja auch länger nicht mehr gespielt, weil die letzte Folge ja auch schon wirklich lang her ist, ungefähr eine Woche oder noch länger. Ein bisschen länger als eine Woche. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir starten rein und ich hoffe, dass das was gibt heute. Oh, da ist das erste Ding und was für ein Hammer von Robert Lewandowski. Nicht wundern übrigens, falls ich mal ein bisschen komischer, leiser rede. Ich bin immer noch krank. So ein bisschen halt. So ein bisschen Husten, ein bisschen Halskratzen. Aber es hält sich auf jeden Fall in Grenzen. Ich hatte ja Fieber, bla bla bla. Das habe ich in dem Video erzählt, wo ich auch über YouTube geredet habe. Sowas habe ich nicht mehr. Also Fieber und so habe ich keins mehr. Aber komplett gesund bin ich noch nicht. Aber das war ein Hammer-Tor. Mega gute Flanke, mega guter Spielzug und mega Schuss von Robert Lewandowski. Oh, Czauner hält die eigentlich wieder gute Flanke und einen guten Kopfball von Franck Ribéry. Und Franck Ribéry kommt nochmal, der war über der Linie, der war drin. Der war drin, Eigentor von Hannover. Irgendwie haben wir ihn über die Linie gebracht. Vom Spielzug her war das wieder eigentlich ganz gut gemacht. Wieder über die Außen gekommen, über Kimmich läuft das ganz gut momentan. Ribéry steht in der Mitte. Über Kimmich läuft das echt ganz gut, der kann gute Flanken schlagen, bla bla bla. Ribéry steht in der Mitte, bringt einen guten Schuss. Der Torwart haut ihn an den Pfosten und dann geht der Ball irgendwie rein. Es war angeblich ein Eigentor von Czauner, irgendwie sowas. Aber das interessiert uns nicht. 2-0, mega geil. Halbzeit. Wir drücken sie sehr hinten rein. Sehr mittelfeldlastig. Leider passiert nicht mehr so viel. Und ja, was soll man sagen? 63% Ballbesitz.
105 Pässe, also mehr als die Hälfte von... Also wir haben das Doppelte an Pässen und ja, 3 Schüsse, 3 aufs Tor. Wir sind die bessere Mannschaft, kannst einfach nichts sagen, ist so. Oh, da musst du nicht pfeifen, fand ich nicht. Fand ich nicht. Gibt ihm auch keine Karte, also ich fand das nicht so schlimm. Sah zwar schlimm aus, aber er hat den Ball, nur den Ball eigentlich getroffen. War ein faires Tackling. Oh, das war ganz gefährlich und Mats Hummels bolzt ihn da hinten raus. Latte oder Pfosten oder irgendwas hat da hinten gescheppert. Aber das war ganz gefährlich. Das war schon mehr ein Foul, weil da war der Ball weg. Und er hat mich da voll umgelegt. Aber er gibt auch ihm keine gelbe Karte. Ja, da war der Ball eigentlich so gut wie gar nicht im Spiel. Nur Lewandowski eigentlich. Okay, Freistoß. Eigentlich eine Sache für James Rodriguez. Und das ist es auch. James Rodriguez darf einen Freistoß hier machen. Vielleicht gut, vielleicht nicht. Nee, war nicht gut. Muss ich zugeben, war überhaupt nicht gut. Der wäre sowohl neben das Tor als auch in die Mauer. Also war das überhaupt nichts. Der Eckball schon ein bisschen gefährlicher. Müller kommt aber nicht an den Ball ran. Jetzt gibt es den Konter. Neuer köpft da den Ball zu Kimmich. Ganz gefährlich eigentlich. Aber auch gut und stark von Neuer. So. Einwurf Hannover und es gibt 3 Wechsel. Ribéry geht raus. Coman kommt. Dann geht James Rodriguez raus. Müller dafür auf die ZOM-Position. Und Robben kommt für auf die rechte Bahn. Und dann kommt noch Thiago für Tolisso. Und Hannover drückt uns jetzt ein bisschen mehr. Ich wollte jetzt mit Alaba da ein bisschen draufrennen. Hätte ich nicht machen sollen. Gibt, glaube ich, Ecke. Ja. Aus ist es 0:2. Wir haben das Spiel in der zweiten Hälfte aus der Hand gegeben. Muss man ganz ehrlich so sagen. Hannover viel, viel stärker als in der ersten Hälfte. Allerdings haben sie es auch nicht so zu vielen Chancen gebracht, weil unsere Verteidigung einfach super, super gespielt hat. Muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich ein bisschen mehr geschlafen in der Verteidigung, dann hätten sie auf jeden Fall ein Tor gemacht hier. Allerdings haben wir es zu keiner richtigen Chance mehr gebracht und Hannover auch nicht mehr so richtig, außer dieser eine Lattenschuss da, Pfostenschuss, was auch immer. Die anderen Ergebnisse: Dortmund gegen Leipzig 4:1, Hannover gegen Bayern 0:2, Köln gegen Hertha 0:1, Bremen gegen Freiburg 0:2, Wolfsburg gegen Frankfurt 1:0, Mainz gegen Leverkusen 1:0, Stuttgart gegen Schalke 0:2, Hoffenheim gegen Gladbach 0:2 und Hamburg gegen Augsburg 1:1. Dortmund hat gegen Leipzig gewonnen, das heißt, wir haben jetzt mehr Abstand, ja. Leipzig war unser Verfolger, glaube ich. Wir hatten 23 Punkte und Leipzig 20. Und jetzt haben wir 26 und ja, Schalke 21. Das heißt, wir können uns da mit 5 Punkten, wir haben dann jetzt einen 5 Punkte Vorsprung, ja. Dann spielen wir gegen Hertha, die sind tatsächlich Platz 5, also gar nicht so weit unten. Und Dortmund, die gegen Leipzig jetzt gewonnen haben, obwohl sie, wie gesagt, jetzt gerade gewonnen haben, sind immer nur noch Platz 8. Also das ist krass, aber auch irgendwo geil, dass sie echt, obwohl sie jetzt gerade 3 Punkte bekommen haben, immer noch Platz 8 sind. Also muss man staunen. So, ansonsten nicht lang schnacken, direkt weitermachen. Da wir jetzt dann gleich das Champions League Spiel haben, gucke ich nochmal rein, ob die Fitness irgendwie sehr schlecht ist. Aber ich denke, eigentlich passt alles bis auf Lewandowski. Den lassen wir jetzt einfach mal draußen. Da wir jetzt leider Gottes keinen Sandro Wagner haben, da ich das am Anfang der Saison falsch gemacht habe,
müssen wir jetzt Müller in den Sturm und James Rodriguez eben auf die offensive Mittelfeldposition. Aber ich denke, das ist kein Problem und dann starten wir so rein. Let's go. Spieltag 11 müsste das sein gegen Hertha. Hertha, wie gesagt, auf Platz 5, also gar nicht so weit weg von uns. Und ja, wir haben ja gegen Hoffenheim schon gespielt, gegen Leipzig schon gespielt. Sind so die ganz weit mit oben sind. Ja, jetzt gegen Hertha mal gucken. Ich bin gespannt, ob sie wirklich so gut sind, wie sie auch auf der Tabelle stehen. Aber wir haben ja auch gegen Hannover jetzt in Anführungszeichen nur 2-0 gespielt. Hätte man auch höhere Erwartungen haben können. Aber das passt schon. Ich würde sagen, wir kriegen das auf jeden Fall hin und fahren hoffentlich 3 Punkte ein. Oh, komm Müller, das war nix, der Kopfball. Aber die Chance von Robben, nicht schlecht. Hätte man abgezockter machen können. Ein bisschen kluger, frecher, was auch immer. Aber das habe ich mich gerade jetzt nicht getraut. Weil steht noch 0-0 und ich dachte, komm, einfach drauf buffen. Torwart hat gehalten. Jetzt hält auch unser Torwart. Oh, das war nix. Wenn der Lewandowski nicht da ist, nur in der Mitte zum Köpfen. Robben macht das hier nicht schlecht. Aber Kopfball. Mies. Oh, Müller mit der nächsten guten Gelegenheit. Aber leider wieder nicht. Das ist 1-0. Oh, was? Komm, irgendwie, nein. Die kriegt den Ball nicht über die Linie. Die kriegen ihn nicht drüber. Das ist echt schade jetzt gewesen. Keine schlechte Chance. Müller wollte da lupfen. Beziehungsweise habe ich da einen Lupfer probiert. Mit Müller. Und Kraft hält ihn da. Ganz schön gut. Und ja. Dann haben sie ihn irgendwie nicht über die Linie gebracht. Das Tor war eigentlich leer. Das ist traurig. 0-0 zur Halbzeit. 0-0 zur Halbzeit. Daheim in der Allianz Arena. Das kommt selten vor, glaube ich. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so ein 0-0 hier in der Halbzeit hatten. Wenn überhaupt. Also weiß ich nicht. Aber ja, Hertha spielt gut mit und wir haben es noch nicht hinbekommen, irgendwie gefährlich zu werden. Boah, das war mies, das war mies. Und das ist das 1-0 für die Hertha. Das war jetzt scheiße, weil das war nicht so gedacht. Aber es kam so. Haraguchi macht das 1-0. Das war jetzt ein Scheiß so. Also Hertha hatte auch Chancen, die gut herausgespielt waren und schön waren. Und dass sie jetzt durch so ein Kackentor machen. Also hier schön von Boateng, den hat er sich gut geholt. Dann dieser Pass, das war überhaupt nicht geplant. Und dann, also der Pass hier, den wollte ich nicht so spielen. Und dann hat er ihn aber so gespielt und der kam direkt auf den Fuß vom Gegner. Der spielt ihn nur nochmal in die Mitte zu Haraguchi und der macht ihn rein. Zum 0-1. So, wieder 3 Wechsel. Hummels geht aus Fitnessgründen raus, dafür kommt Süle. Lewandowski für Müller, weil Müller einfach im Sturm nichts taugt. Aber wir keinen anderen Stürmer haben. Also darum müssen wir uns echt kümmern, dass wir uns einen Stürmer besorgen. Ich will eigentlich keine Spieler einkaufen, noch nicht. Aber einen Stürmer müssten wir uns echt mal besorgen. So einen Zweitstürmer. Und wen haben wir noch gewechselt? Ribéry, glaube ich, raus und Coman rein, ja. Gut von Neuer. Verhindert hier das 2-0 von der Hertha. Ach komm, das kannst du doch nicht pfeifen. Das würde ich ja nicht mal mich trauen, das zu pfeifen. Ah, das ist, also gerade ist es schlimm, Leute, weil die Berliner, die haben jetzt natürlich volle Defensive. Die haben jetzt wirklich alle Balken da zurückgeschoben und ich brauche den Ball und muss irgendwas probieren. Vielleicht jetzt durch einen Konter oder so einen Krampf. Und dass er das pfeift, das ist echt, das war jetzt echt, das kannst du nicht bringen.
wirklich brauche den Ball und drücke halt auf X, aber ich habe ihn überhaupt nicht gefoult. Es ist da ein bisschen mit dem Bein reingehen. Wie gesagt, auf X drücken und er pfeift da die ganze Zeit. Das war jetzt abseits, aber ja. Ja, das wird jetzt schwierig, das jetzt noch aufzuholen. Bin froh, wenn ich hier überhaupt ein 1:1 hinbekomme. Auch das wird sehr, sehr schwer. Denn man sieht es ja gerade, die haben volle Defensive und verteidigen eigentlich ganz gut. Und ja, wenn alle Mann hinten stehen und alle Mann das relativ gut machen, dann muss ich das vorne auch gut machen. Aber das gelingt mir gerade irgendwie nicht. Oh, was? Wie der denn hält? Das ist doch so... das ist so knapp gewesen. Der wäre so rein, ne? Der wäre so reingegangen. Ha, fuck it, Alter. Oh, Lewandowski kommt da nicht hin. Ah, das war besser in der Mitte als irgendwer anders. Müller oder so, der kam an die Bälle überhaupt nicht ran. Lewandowski macht das schon besser. Ich stelle jetzt auf volle Offensive, weil jetzt bringt es eh nichts mehr. Ach, da wollte ich nicht hin. Oh, da wollte ich nicht hinpassen. Und wir verlieren ein Spiel. Das ist die erste Niederlage in der gesamten Trainerkarriere mit Bayern. Die erste Niederlage gegen die Hertha. Und das alles nur wegen diesem einen Fehlpass, den ich eigentlich gar nicht so spielen wollte, wie er gespielt wurde. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Das ist bitter, echt. Dortmund gewinnt wieder gegen Hamburg mit 1:0. Oh. Oh, das ist mies. Gegen Hertha, gegen die Hertha mit 1:0 verlieren, das ist schon eigentlich kacke. Aber wegen so einem Fehlpass, boah, ganz mies. Das Geile ist halt auch noch, dass ich wahrscheinlich das 1:1 auf jeden Fall hätte machen müssen, was auch immer, wäre Lewandowski drin gewesen. Denn Müller hatte ein paar wirklich Chancen, ein paar gute, wo er teils mit dem Kopf nicht hingekommen ist. Warum auch immer. Ah, das war... Also das, da hätte er auf jeden Fall... Hätte Lewandowski das auf jeden Fall ein bisschen besser gemacht. Ich will jetzt kurz meinen Status sehen. So, hier sehen wir es. Hier sehen wir die komplette Übersicht. Kader zu führen hat 60%. Vertrauen des Besitzers 84%. Und wir sehen hier aber auch, dass wir in der gesamten... quasi Laufbahn beim FC Bayern München 13 Siege hatten, 3 Unentschieden und eine Niederlage, die Niederlage von Gerd eben. Und das ist eben der Punkt, das nervt mich einfach, denn wir haben jetzt insgesamt 17 Spiele bei den Bayern gemacht und davon 16 hintereinander ungeschlagen. Das war ja mega, mega lang, 16 Spiele hintereinander ungeschlagen und jetzt eben die Niederlage gegen Hertha BSC zu Hause, weil Lewandowski nicht drin war, weil Müller einfach kein guter Stürmer ist, eher so fürs ZOM oder so gedacht und weil eben dieser Fehlpass hinten einfach kacke war und Hertha hat dann hinten zugemauert und hat es dann einfach nur noch gut gemacht, aber es ärgert mich trotzdem. Egal, auf jeden Fall würde ich sagen, normalerweise sind wir schon durch die Gruppenphase durch in der Champions League, aber der Trainer sagt ja irgendwie trotzdem, sie steuern uns doch hoffentlich hier durch die Gruppenphase, Fragezeichen. Normalerweise sind wir schon durch, so wie wir letztes Mal gefeiert haben und so wie ich gerechnet habe. Ansonsten würde ich sagen, lasst eine Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Schaut auf jeden Fall die anderen Videos, die in der Infocard zum Beispiel verlinkt sind. Oder irgendwie das letzte Video der Verteidigerkarriere ist ja auch in der Infocard, was auch immer. Auf jeden Fall würde ich sagen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.